Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Alles gut bei dir? Die Sektenspinner kommen nur nachts raus. Die schämen sich wohl, tagsüber ihre Gesichter zu zeigen. Ja. Du hast wohl neun Leben, was? Aber labert mich doch nicht alle hier zu. Hallo. Tachchen. Ich möchte gerne die Anmoderation machen. Also wunderschönen guten Tag. Hier in der alten Schmiede ist es, glaube ich, gewesen. Ich habe die Überbleibsel von dem Zug. Ethanol. So was Schlimmes habe ich seit dem Kollaps. Wir sind einmal gestorben, weil wir es total verkackt haben. Und jetzt wollte ich eigentlich mal ganz gerne zurück und das Dorf aufbauen. Schauen wir doch gleich mal. Aber erstmal rede ich mal kurz mit dieser netten Dame hier. Die ganze Zugsache tut mir leid, Captain. Die Highwaymen haben eine alte Geisterstadt in eine Schrauberbude verwandelt. Dort gibt's eine Menge Ethanol, das Prosperity gut gebrauchen könnte. Mach sie fertig, Captain. Die Schrauberbude, der neue Außenposten. Kriegen wir schon wieder einen Stern. Du musst wohl das Unmögliche. Lassen Sie ihn wirklich, alles wäre vergeben und vergessen, nur weil die jetzt Gemüse anbauen oder was. Oh, da kommt ein Gefangenentransport. Wo? Da. Den durchlöchern wir jetzt, ne? Yo, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, den habe ich gut getroffen. Diesmal ohne Kollateralschäden. Wunderbar. Ein Vorteilspunkt. Sehr schön. Das Auto würde ich mir gleich mal nehmen, weil wir müssen ja mal kurz zurück. Da ist noch hier Hundi. Timber. Ah, ich kann schnell reisen. Wunderbärchen. Machen wir doch gleich mal. Schauen wir doch mal, was wir jetzt aufbauen können, ausbauen können, wie auch immer. Zurück in Prosperity. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Wir müssen aufeinander aufpassen. Jetzt mehr denn je. Sportlich, aktiv. Schätzchen. Und da. Los. Komm. Gib Gas. So. Oh, wir haben 468 Ethanol. Na, das bauen wir doch mal aus, oder? Stufe 1. Yeah. Jetzt gibt's die richtig heißen Schlitten. Ja, jetzt gibt's die Quads nicht mehr mit einem Rasenmähermotor, sondern mit einem Quadmotor. So, was kann ich jetzt hier machen? Sieht mir nach nichts aus, aber hier gibt's Komponenten. Hier ist eine Tür entstanden. Da gehen wir nochmal raus. Ein Kupfer, ein paar Federn. Ich glaube, das habe ich letztes Mal sogar übersehen. Kann das sein? Weil gelesen habe ich das definitiv schon. Hey. Ich bin froh, dass... Ich kannte mal einen, der hier in der Nähe verschwunden ist. Er war besessen davon, in einer Höhle am Fluss zu leben. Ich vermute, der arme Teufel ist tot, aber sein Zeug ist sicher noch da. Wenn du es findest, gehört's dir. Ja, sicher. Ich bin echt spitzenmäßig im Suchen und dann auch im Finden. So, was können wir hier machen? Aktuell, erste Hilfsets generieren Gesundheit über 5 Sekunden. Das ist gut. Das ist richtig gut. Weil ich eh immer Schaden kriege. Machen wir. Ja, jetzt arbeiten zwei Leute auf dem Feld. Super. Was kostet das nächste denn? Okay, Prosperity Stufe 2. Vielleicht sollten wir mal gucken, was wir brauchen für die Stufe 2. Okay, dafür brauchen wir Thomas Rush, noch einen Spezialisten und noch eine Ausstattungsverbesserung. So, die Werkstatt haben wir jetzt schon. Den Heilkräutergarten haben wir jetzt auch schon. Ich möchte gerne den Hund verbessern. Ich möchte ihn ganz gerne die Stimme pitchen. Karten zum Kaufen verfügbar. Panzertape und Komponenten. Schaltet Karten zum Kauf bei Zahnräder, Federn, Beute, Fische und Vögel. Boah. Ah, nee. Erstmal nicht.
Werkbank. Stelle Waffen des Rangs 2 her. Okay. Krankenstation. Wir sollten diese Mauern schleunigst. Oh ja. Mehr Leben ist gut. Dafür habe ich jetzt 150 Ethanol bezahlt, dass er das Holz da weghaut? Gehen wir gleich das erste Hilfeset. Wunderbar. So habe ich jetzt noch, was gibt es denn Stufe 3? 200% Gesundheit. Sehr schön. Mal gucken mal, was wir hier noch haben. Expeditionen. Hallo, Mies. Oh ja, das ist auch nice. Machen wir. Da kann ich überall hin schnell reiseln. Ja, da komme ich schnell auch wieder zurück und kann dann... Wir können starten. Okay, also so läuft das. Wenn die Aoi-Men seltene Ressourcen finden, machen sie es sich da gemütlich. Wir fliegen dahin und ich setze dich in der Nähe ab. Du musst dieses Paket finden und mitnehmen. Du erkennst es am pinken Rauch. Aber pass auf, an dem Paket ist ein GPS-Sender. Sobald es bewegt wird, werden die Aoi-Men gleich anfangen, nach dir zu suchen. Ich gebe dir über Funk einen Treffpunkt durch und hole dich dort mit dem Hubschrauber ab. Komm einfach zu mir, wenn du bereit bist. Ich? Ich war schon gestern bereit. Waffnet und bereit, los geht's. Ich glaube, das probiere ich jetzt mal. Einfach mal eine Expedition starten. Vielleicht kriege ich ja da auch Ethanol und kann dann direkt hier weiter aufrüsten. Herstellung von Dynamit und panzerbrechende Munition. Panzerbrechende Munition wäre natürlich epic, ja. Oh, Zahnräder, Wunderbärchen. Das müsste es eigentlich fast schon alles gewesen sein. Bis da oben die Kartografieabteilung habe ich noch nicht. Und das Sprengstofflabor habe ich noch nicht. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal und schauen uns an, was da passiert. Ja, eine schöne Expedition. Los geht's. Danke, dass du mir den Treibstoff besorgt hast. Jetzt können du, ich und La Grosse Patate tun, was wir am besten können. Highwaymen abzocken und ihnen die Ressourcen klauen. Also hör zu, die Highwaymen haben das Wrack eines Flugzeugträgers gefunden und verstecken dort Vorräte. Ah, die dachten, sie könnten das geheim halten, ne? No, nicht vor Roger. Was immer die gefunden haben, wird auch gut für uns sein. Was meinst du, sollen wir sie besuchen gehen? Und dann vielleicht einen Strandspaziergang, nachdem wir sie ausgenommen haben? Nur ein Witz. Die Highwaymen werden stinksauer sein und wir müssen uns ganz schnell verbiesen. Also, ça tente-tu? Muss kaputt. Dank dir können wir Prosperity genau so aufbauen, wie wir es geplant haben. Okay. Ganz lustiger Vogel ist das. Sag einfach Bescheid, wenn du abfliegen willst. Danke für das... So, jetzt können wir hier machen. Finde das Paket und schaffe es raus. Wir bekommen 300 Titan, 100 Komponenten, 100 Klebebänder, 100 Zahnräder, 100 Federn und 15, nämlich an Platinen. Schwierigkeitsgrad 1. Machen wir. Müssen wir dafür jetzt Ethanol bezahlen? Ja. Wir machen das. Wir holen uns den Flugzeugträger. Action! Guck mal an, wie groß das Ding ist! Die Highwaymen haben den Jackpot geknackt! Also ich denke, wir sollten einfach alle umbringen. Alle! Letzte Chance, deine Ausrüstung zu checken! Es ist Zeit für Ärschegetrete! Schnapp dir das Paket, dann hol ich dich ab! So, gucken wir nochmal ganz kurz. Waffen, da haben wir ja schon mal geguckt gehabt. Da haben wir ja... schon die tollsten Dinger schon gehabt hier. Ja, Raketenwerfer. Ja, ich habe schon die Rang 2 knispeln. Habe ich schon. Brauchen wir also nicht Beute eintauschen. Habe ich noch Felle? Nein, ich habe... Da hat was geblinkt. Haut eines mutierten Bären. Okay. Nee, war nicht. Aber die Munition will ich ganz gerne nachholen.
Wobei, ja doch, komm. 80 LMG Munition können wir immer machen. Vorsicht, an dem Paket ist ein GPS-Sender. Die AOE-Men werden ihm überall ihn folgen. Bonne Chance. Yo, geht gleich los. Wir haben dort eine wunderschöne Seilrutsche, die mich genau ins Geschehen rutschen wird. Einen Leuchtturm. Wir können aber mit dem Auto einfach runterfahren. Können wir auch machen. Wird wahrscheinlich das Offensichtliche sein. Wir können das LMG benutzen. Ach, das bringt mich nur da runter. Ich dachte direkt in die Action. Aber wieder mal zu früh gefreut. Da drüben ist das Päckchen. Ah, wir können... Ah, nee, das ist Flucht. Flucht, Flucht. Aber da ist ein Gerüst. Über das Gerüst gehen wir rein. Wir gehen über das Gerüst rein. Aber erstmal möchte ich die Zerstatsche, war das? Zinstatsche, sorry. Zinstatsche. Oh nein, 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 nein. Och man, Leute. Ich will jetzt aber nicht schießen. Hau ab, Schlange. Hau einfach ab. Geh weg. Geh nach Hause. Da haben wir noch einen Jetski. Auch nicht schlecht. Da ist eine Sprungrampe im Wasser. Aber die lässt mich dann gegen das Schiff knallen. Wir laufen... Oh! Oh, schade. Ist das ein Hai oder ist es Flipper? Sieht mir aus wie... Ach komm, das sind Flipper. Flipper ist das. Oh, Leiter rauf, Leiter runter. So, jetzt sind wir eigentlich schon so gut wie oben. Da geht's gleich los. Ich bin gespannt. Da kann ich mich auch noch dahinter sneaky peaky machen. Ja, machen wir. Machen wir. Hui. Hui. Hilfe? Hilfe? Das sind bestimmt alles Flippers. Das sind Flippers. Das sind Flippers. Das sind. Nein, das sind keine Haie. Das sind keine Haie. Nein, nein, nein. Nein, das sind alles nur Delfine. Das sind Delfine. Das sind Delfine. Was war das? Ah. Lässt du mich hoch, bitte? Hallo? Nein, also das lassen wir. Das lassen wir, dieses... Ja, geh weg, bitte. Also wir lassen das jetzt mit den Sneaky-Peaky-Kletterhaken-Gedöns. Das lassen wir jetzt einfach mal, weil ich bin zu doof dafür. Ganz einfach, ich bin zu doof dafür. Wir laufen jetzt hier hoch, schießen alles um. Und haben unseren Spaß, würde ich meinen, oder? Oh, das fliegende Batmobil. Kann ich da was abbauen? Hier liegt was. 40 mm Munition. So, wir legen los mit der Action, würde ich meinen. Bam. Über 200 Schaden. Non-Hit-Shot. Kopf-Hit-Shot. Weiter angreifen, koste was es wolle. Also schnapp dir das Zeug. Ja, ja. Und hau ab.
Kleinen Moment. Erstmal Schloss knacken. Moment, Leute. Hört mal auf damit. Hört bitte auf. Das macht so keinen Spaß. So, den muss ich finishen, ansonsten kann er nämlich... Oh Mann. Sieht da lustig aus. Bam. So, da ist noch einer am Flugzeug. Ich weiß nicht, ob die jetzt permanent respawnen. Also, es hieß ja erst, wenn ich das Paket habe. Aber sieht mir so aus, als würde es denen nicht so... Ach Leute, diese 5 Schuss in dem Magazin ist echt für meinen Skill minderwertig. Also können ihr bald einen Autoladen aufmachen, wenn das hier so weitergeht. Boah. Da kommt Schildi. Ich nenne die jetzt einfach mal Schildi. Plündern. Wo war denn jetzt eigentlich das Safe? Weil das Safe ist erstmal. Sie hat's geschafft. Sie hat ihn einfach. Ja, das sind alles so Projektilwaffen. Das ist. Ey, überleg dir bitte mal neue Sprüche. Das Problem ist, ich will immer plündern, ich will alles mitnehmen, ich will hier nichts liegen lassen. Aber ich glaube, ich habe den signifikanten Fehler gemacht und habe angefangen zu ballern, bevor... LMG, Amateur. Ne, so amateurisch bin ich gar nicht mehr mit diesem gelben LMG. Ich bin selber ein G, nur kein LMG. Diese Musik. Moment, ich lese gleich. Gucken wir erstmal ein bisschen um. Ja, das Schiff hat bestimmt auch noch ganz viele Materialien für mich. Ich muss mich erstmal umschauen. Es tut mir leid und lesen natürlich. Schöner Wohnen. Endlich ist die gesamte Ausrüstung aufgeladen. Zwischendurch dachte ich echt, wir würden einfach für immer umherziehen. Aber dieses Schiff, Mann, wir haben ein tolles neues Zuhause gefunden. Ich kann es gar nicht abwarten, das schön einzurichten. Far Cry Sims. Oh, 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 oh. Bum, 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 bum. Nein. Leute, habt ihr gerade den LKW kaputt gemacht? Wo ist der? Wo ist der? Ui, 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 ui. Warte, 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 warte. Lass mir den Sack. Oh. Oh, das war nicht nett. Das war nicht nett, Leute. Lutsch mir. Piep. Moment, Leute, ich muss gleich lesen. Geht nicht anders. Haben wir hier noch schöne? Sollen wir auch noch plündern? Die Jets auf diesem verdammten Schiff sind alle komplett im Eimer. Nehmt sie auseinander und bringt die Einzelteile hierher. Wir gehen dann alles durch und gucken, was noch zu gebrauchen ist. Wir finden bestimmt was für unsere Derby-Autos. Derby-Autos, das hört sich nett an. Ich glaube, da dürfen wir bestimmt auch noch irgendwann mitspielen. Und Derby fahren gegen diese Jungs hier. Und einfach alle kaputt rammeln. Spawnen die hier einfach an den Autos? Sind die Autos Spawnpunkte für die? Oh, ey, ey, oh. Ach, Leute, ist vollkommen egal. Sonst komme ich hier gar nicht mehr weg. Ich will jetzt hier in die Bude. Dann nehmen wir jetzt eine andere Waffe. Eine für eine CQB, also Close Quarter Combat. CQC. Die Treppen hier gehen bis ganz nach oben zum zweiten Deck. Folge dem Gang, um zur Kapitänskajüte zu gelangen. Ja, wir gehen jetzt ganz nach oben. Wir wollen nämlich den Kapitän
schönen guten Tag wünschen und das Schiff am besten mitnehmen. Stationäres Geschütz benutzen. Wo sind die Flipper? Wo sind die Flipper? Flipper? Ach man, keine Flipper da. Verdag. Ach, ich sollte mir vielleicht doch eine Pistole zulegen. Also ich weiß nicht warum, aber... Au. So, hier kommen wir her. Wir laufen hier lang. Ja, schieß nur. Lagerschränke. Wenn Dani jetzt noch eine Tür an diesen Käfig ranschweißt, können wir hier unsere Vorräte lagern. Wer was Nützliches findet, tut es bitte in den Tresor nebenan. Nebenan. Hallo? Guten Tag. Ich gehe zu einer besseren Stelle. Ah, drei. Nee. Ah, hier ist die Kapitänskajüte. Nur das noch mit. Ich weiß, dass sie da sind, Mädchen. Aber ich habe hier was Wichtiges zu tun. Ich möchte Titan. Logbuch des Kapitäns. Hier spricht der Captain vom Kackdampfer. Der Kampf ging nur wenige Minuten und die Nagetiere sind vertrieben. Ein paar wurden richtig zertrampelt. Mit Stolz kann ich nun verkünden, dass dieses Schiff Highwayman-Territorium ist. Schluss mit der Wegelagerei, Schluss mit dem Rumgestreune. Das hier gehört uns und das wird auch so bleiben. Wir werden die Gegend befestigen, Brücken bauen und Seilrutschen runter zur Küste. Und zu guter Letzt Verstärker, Boxen, Anlagen und DJ-Pult im Fahrstuhlschacht. Jetzt geht die Party richtig ab. Yo, das ist so typisch. Das war bei Borderlands doch genauso, ne? Die wollten doch auch immer nur Party, Party, Party. Wenn diese Bösen da, auch diese Brüder, Schwester, Leute bei Borderlands 3, auch Scream Party. Boah, schrei doch nicht so rum, Mädchen. Das geht auch leise. Alter, das geht doch gar nicht. Da ist auch noch einer. Ne, der ist tot. Aber es sieht mir jetzt so aus, als können wir hier noch weiter hoch. Oder ein bisschen Benzin. Aber das scheint es dann hier gewesen zu sein, wie es aussieht. Also es sieht so aus, als können wir hier bei diesen Expeditionen prinzipiell... Hi. Das ist endlos respawn. Also nicht erst nachdem wir quasi das Ding aufgenommen haben, sondern bereits. Oh, mal da, komm mal flüchten. Bob. Plündern. So, die Seilrutsche von da oben, wo gehen die denn hin? Die geht da runter. Das ist sehr schön, weil da müssen wir ja hin. Nein, nicht nachladen. So, wir laufen jetzt da lang. Das ist hier ein Spiel ohne Ende hier gerade. Warte mal. Wir nehmen eine Pistole mit. Das Bild verzerrt sich schon ganz schön, wenn man hier irgendwie angeschossen wird, habe ich das Gefühl. Oder mein PC ist einfach nur gerade im Abrauchen, aber das glaube ich doch nicht. Ach Leute! Ja, Pistole ist viel besser als eine Uzi. Stopp! Macht Spaß, die einfach nochmal zu treten. Weil ich kann jetzt nämlich auch hier... Ja, hier das Schild.
Ja, du willst. Bam. Oh, das ist so geil. So, wir stürmen jetzt hier vor. Kamina, los. Lesen. Probefahrt. Dieser ganze Kram vom Militär ist die reinste Goldgrube, wenn es darum geht, unseren Wagen zu pimpen. Sams Rundenzeiten werden immer besser und besser. Ich will ja nicht den Tag vor dem Mittagessen loben, aber ich glaube, beim nächsten Derby in Hope County stecken wir die gesamte Konkurrenz locker in die Tasche. Mickey und Luz Kinnladen werden bis auf den Boden fallen. Ja, kriegen wir hin. So, Leute. Okay, es sieht mir so aus, als wäre das das gewesen. Kann man das eigentlich kaputt machen? Nein, das bricht mir nur die Hand. Oh, hi. Ah, die haben noch in... Ja, gut, okay. Was ist hier? Hi. Ah, da unten. Nein, 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 nein. Mädchen, was tust du? Ja, mach ich doch. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Mädchen. Okay, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Das sieht nicht gut für uns aus, wenn das hier so weitergeht. Das geht... Das sieht nicht gut für uns aus, wie das hier losgeht. Mädchen, komm. Wir haben keine Zeit zum Rumtrödeln. Warte, da liegt das zum Looten. Das muss mit. Ah, da ist was. Oh, da ist noch einer. Oh, das wird hier... Wir sind hier voll im Kessel. Voll im Kessel gerade. Ah, hier haben sie die Party... Boxen. Okay, alles klar. Okay. Leute. Wir nehmen jetzt das Paket. Wir haben das Paket. Gut gemacht, Sissa. Ich schick dir die Koordinaten des Abholpunkts. Geh zum Strand im Südosten. Das sieht nach einem guten Landeplatz für mich aus. Strand im Südosten. Süd, Süd, Südosten. Okay, alles klar, alles klar. So, wir nehmen jetzt... Jemand hat das Paket. Lass die nicht entkommen. Die Highwaymen schicken ohne Ende Verstärkung. Also verschwende keine Zeit und lass uns so schnell es geht abbauen. Wir haben noch 1 Minute 40. Hier gibt es keine Flipper. Die gibt es hier nicht. Nein. Und jeder, der was anderes sagt, lügt. Da, bring das Paket zurück und lass die Sau im Dreck verrecken. Oh. Ich muss nachladen. Ich habe kein Medipack mehr. Wieso habe ich kein Medipack mehr? Wo ist der Hubschrauber? Ich setze hier zu
Ja, dann mach aber auch. Los. Rotate. Es tut mir leid, Kamina. Ich komm dich holen. Ich muss sagen, das war am Ende jetzt gar nicht so einfach, Leute. Hab echt gedacht, mir geht's gleich so wie Kamina, da müssen wir alles nochmal spielen. Aber hey, das Glück war diesmal auf unserer Seite. Und jetzt gibt's eine fette Belohnung. Titan und der ganze andere Schmarrn. Wunderbar. Das war ziemlich knapp, ne? Leute, das war unsere erste Expedition auf ein Kreuzfahrtschiff der Flugzeugträgerklasse. Was sagst du, Mabel? Hat Spaß gemacht. Noch ein Abenteuer? Hey, gibt bestimmt noch mehr. Da bist du ja. Du bist recht cool. Okay, man kann das nochmal wiederholen. Ich wünsche aber allen einen wunderschönen Resttag oder Restnacht und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.